Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du daraus wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und ich zeige euch heute, wie ihr einen 5M-RP-Server aufsetzen könnt. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung, die wir heute brauchen. Und ich würde sagen, lass uns anfangen. Als erstes gehen wir auf den ersten Link, der unten in der Videobeschreibung ist. Dort kommen wir dann zu meiner Voreinstellung. Und somit seid ihr immer auf der richtigen Seite, den richtigen Server zu mieten. Denn heute ist es auch schon wieder passiert, dass jemand sich einen falschen Server gemietet hat. Und ja, dann sind die Probleme natürlich groß. Hier machen wir die Voreinstellungen. Das heißt, ich habe das Ganze soweit schon eingestellt, dass ihr halt nur noch hier die Slots, RAM auswählen könnt. Das können wir hier machen. Hier können wir die Slots bis 48 komplett hochhauen. Und dann, ja, können 48 Leute bei euch spielen. Für das erste reicht das natürlich vollkommen aus. Hier wird natürlich noch 1 GB RAM dazu gebucht. Ja, das wird hier unten auch noch mal empfohlen. Könnt ihr natürlich auch noch hier hochhauen oder auch nicht, ist wie immer euch überlassen, diese ganzen Optionen hier. Ja, zusätzlich RAM Boost bzw. Speicherplatz könnt ihr hier dann auswählen, bis zu 200 GB könnt ihr das Ganze hochhauen. So viel braucht ihr eigentlich nicht. Alles andere könnt ihr natürlich auch noch nachrüsten. Ja, wenn ihr so sagt, ja, ich will gerne noch einen stabileren Server haben, dann könnt ihr das Ganze so einstellen, wie ihr das Ganze haben wollt. Bei CPU würde ich euch den Premium CPU empfehlen, denn dort habt ihr dann ja den besseren CPU als den Standard CPU. IP-Adressen könnt ihr natürlich auch dazu buchen, müsst ihr aber nicht, könnt ihr. Ein DDoS Manager könnt ihr natürlich auch noch dazu buchen, der kostet jetzt 1 Euro extra. Ja, ob ihr den haben wollt oder nicht, ist wie immer euch überlassen. Ja, und zu guter Letzt könnt ihr noch die Zahlungsmöglichkeit hier einstellen. Zum Beispiel nehmen wir PayPal und müssen dann hier alles bestätigen und dann können wir das Ganze auch bezahlen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit, Vertrag oder Prepaid auszuwählen. Prepaid ist ein bisschen teurer und Vertrag ein wenig günstiger. Hier können wir uns auch noch ein paar Prozente sparen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch noch mal 20% auf die Erstbestellung. Könnt ihr natürlich auch sparen mit dem Gutscheincode. Und ja, gut. Nachdem ihr dann den Server bestellt habt, wartet ihr kurz 60 Sekunden, wird euch aber auch angezeigt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach den 60 Sekunden befinden wir uns im Dashboard und hier haben wir einmal eine riesige Übersicht. Da könnt ihr euch natürlich durchklicken, wenn ihr das wollt. Für uns sind jetzt die wichtigsten Punkte überhaupt, die klappern wir jetzt ab. Das heißt, hier haben wir einmal den TX-Admin-Zugangs- und Webinterface, wo wir dann gleich hingehen. Im FTP-Abteil können wir draufklicken. Dann kommen wir auch zu unseren ganzen Zugangsdaten für FTP-Zugang. Und hier empfehle ich euch natürlich WinSCP zu benutzen. Das werde ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und hiermit könnt ihr euch dann ganz normal einloggen. Ein Video dazu habe ich auch schon gemacht. Das verlinke ich euch hier dann einmal. So, kommen wir zur Datenbank. Die wurde natürlich auch für uns schon automatisch aufgesetzt. Und ja, da klicken wir nur hier unten auf Datenbank und wir kommen direkt zu unseren Zugangsdaten. Hiermit können wir das Ganze dann verwalten, so das heißt öffnen. Und hier könnt ihr dann die Daten rausnehmen und euch hier einloggen. Wir gehen aber zurück in das Dashboard. Und hier gehen wir auf die Login-Daten bzw. erstmal auf den Link und kopieren uns hier einfach die Login-Daten raus. Und das Passwort auch und können uns dann einloggen. Hier klicken wir dann einfach auf Next. Hier können wir einen Namen auswählen und gehen auf Next. Hier wählen wir das oberste aus und hier ESX Legacy. Sagen Save
und gehen weiter. Hier wieder auf Next. Auf Next. Und somit wird der ganze Server jetzt für uns automatisch installiert. Wir müssen gar nichts machen. Und hier klicken wir dann einfach auf Next. Hier haben wir die Server CFG. Die könnt ihr später natürlich noch im FTP-Browser bzw. im Server mit WinSCP bearbeiten. Und kann hier auf Starten gehen. Und ja, jetzt wird das erste Mal unser ESX-Server gestartet. Und hier gehen wir dann einfach nochmal auf Neustart. So, und nun ist unser IFM-Server schon aufgesetzt und wir könnten schon reingehen, uns registrieren, spielen. Bevor wir dann den Server beitreten, gehen wir noch auf die wichtigsten Einstellungen. Diese finden wir dann hier. Hier haben wir einmal Dashboard. Hier stehen dann alles an Daten, die der Server gesammelt hat, von euren Spielern, von dem Server selbst und so weiter und so fort. Live-Konsole haben wir hier, um Fehler zu erkennen. Ressourcen. Eine komplette Liste haben wir hier, was wir alles installiert haben. Hier können wir das Ganze restarten oder stoppen. Einen Log-Channel haben wir auch, dass die Spieler zum Beispiel in Chat schreiben, wer gejoint ist oder wer gestorben ist und so weiter. Eine Server-CFG können wir hier auch noch bearbeiten. Ich mache das Ganze aber immer im FTP-Programm. Ja, hier können wir den Server ausmachen, hier können wir den restarten, hier können wir alle Spieler kicken und hier können wir eine Annonce schreiben. Ein ausführliches Video werde ich euch hier verlinken, denn das habe ich auch schon bereits gemacht. Als nächstes gehen wir auf den dritten Link, denn wir gehen hier einmal auf Settings und können das Ganze hier einmal auf Deutsch machen. Dann werden wir jetzt hier noch ein Update durchführen. Das heißt, wir gehen jetzt auf den dritten Link. Der sieht dann so aus und hier habt ihr eine Auflistung. Und hier kopieren wir uns das letzte einmal raus. Hier findet ihr alle Updates, die es zu 5M dann gibt, beziehungsweise zu GTA. Und das fügen wir dann einfach nur hier ein, dann auf Speichern. Und dann gehen wir zurück in die Live-Konsole und hier können wir das Ganze sehen, wurde alles übernommen. Jetzt gehen wir nur noch auf Restart. Und können jetzt den Server beitreten. Wie das Ganze funktioniert, wir kopieren uns einfach hier oben die IP-Adresse raus und starten 5M. Nachdem wir dann hier angekommen sind, drücken wir F8 und hier können wir dann ganz einfach Connect hinschreiben, Leerzeichen und dann die kopierte IP-Adresse eintragen und beitreten. So, sieht das Ganze dann aus, wenn wir das erste Mal gejoint sind. Und hier tragen wir einfach alles ein. Gehen auf Create. Und nun können wir halt hier unseren Char machen und mit Enter bestätigen. Und somit sind wir jetzt
auf unseren eigenen RP-Server. Wie ihr komplette Admin-Rechte setzt, werde ich euch hier oben auch noch verlinken oder alles in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch wissen willst, wie du ein kostenloses, gut aussehendes Inventar kostenlos installieren kannst für deinen 5M-Server, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen.